Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Meldet euch freiwillig, wie man gesagt hat. Meldet euch freiwillig. Cäsar sagt, dass er unser Dorf aus reiner Gutmütigkeit nicht erobert hätte. Seiner Meinung nach schafft es keiner von uns, auch nur aus unserem Dorf herauszukommen. Ich fordere diese Gallier dazu heraus, in meinem römischen Reich ungestraft herumzuspazieren. Wir werden Cäsar beweisen, dass uns Gallier keine Grenze aufhält und dass wir das gesamte römische Reich durchqueren können. Wohin ihr auch immer gehen werdet und von jedem Land, das ihr durchqueren werdet, sollt ihr ein Beweisstück mitbringen. Wer ist auserwählt, die Herausforderung des Cäsar anzunehmen? Obelix, dein blauer Stein passt perfekt zu deiner Hose. Viel Glück. Und pass auf, dass dir nicht der Himmel auf den Kopf fällt. Wir haben noch eine halbe Stunde Spielzeit. Wir müssen uns beeilen. Automatix hat soeben wieder mal behauptet, dass die Fische von Verleinix stinken. Dieser zeigt nun, dass seine Fische sogar fliegen können. Hilf unserem armen Schmied, ihnen mit der Gewandtheit eines Aales auszuweichen. Wie bitte? Nicht frisch? Mein Fisch! Wir werden deine Beobachtungsgabe testen. Kannst du alle Elemente, die ich vom Bild entfernt habe, an den richtigen Platz zurücksetzen? Bravo, Obelix. Nichts entgeht dir. Die frische Luft ist Gift für deine Lungen. Geh in den Kerker und ruh dich aus. Obelix, um rauszukommen, brauchst du nur höflich an die Tür zu klopfen. Klopfst du? Du, Obelix, bekommst ein gebratenes Wildschwein.
Möchtest du sofort freikommen? Tut mir leid, unser Haus gewährt keinen Kredit. Ist es eine Halluzination oder hat ein Gegenstand nichts mit dieser Szene zu tun? Finde ihn so schnell du kannst. Nein, Obelix. Du hast nicht gut aufgepasst. Möchtest du sofort freikommen? Rennen bringt hier gar nichts. Geh ein paar Schritte zurück. Die frische Luft ist Gift für deine Lungen. Geh in den Kerker und ruh dich aus! Piratenschiff voraus! Beim Belenus erteile jedem, der sich hervorwagt, eine Lektion. Hey. Oh. Truberdix meint, dass sein künstlerisches Talent einzigartig sei. Beweise ihm, dass auch du musikalisch bist. Spiel einfach nach, was er dir auf seiner Leier vorspielt. Schau dir diese Gegend genau an. Sie wird häufig von Nebel heimgesucht. Du sollst mir bei der Suche nach den Tieren, die du hören wirst, behilflich sein. Bravo, Obelix. Nichts kann dich aufhalten. Jetzt heißt es nachdenken. Errare humanum est, wie man in Rom sagt. Shh.
bist eingeschlafen. Und die Gauner haben dir während deiner Siesta einige Sesterzen gestohlen. Du, Obelix, bekommst ein gebratenes Wildschwein. Bist du für Maestrias Frage bereit? Glückwunsch, das hast du dir redlich verdient. Die frische Luft ist Gift für deine Lungen. Geh in den Kerker und ruh dich aus. Obelix, um rauszukommen, brauchst du nur höflich an die Tür zu klopfen. Klopfst du? Die frische Luft ist Gift für deine Lungen. Geh in den Kerker und ruh dich aus. Mal sehen, ob du die folgende Frage richtig beantworten kannst. Bravo, du bekommst dieses wunderbare Souvenir. Du trödelst unnötig herum. Komm schon ein wenig vorwärts. Ich bin beunruhigt, denn die Römer nehmen in letzter Zeit überhand. Ich zähle auf dich, um ein bisschen Ordnung in dieses Lager zu bringen. Aufgepasst! Piraten, Backbord voraus! Jetzt kannst du gewinnen. Glückwunsch, das hast du dir redlich verdient. Bravo, Obelix! Du hast die Herausforderung des Cäsar angenommen und bestanden. Du machst unserem Dorf alle Ehre. Lasst uns einen Blick auf den Spielstand werfen. Diese verwünschten Gallier!
Sie haben Julius Caesar wieder veräppelt. Beim Teutates. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Ich werde eine Hymne aus meiner neuesten Komposition zum Besten geben, um den Sieger gebührend zu feiern. Nein, du wirst nicht singen. Nein, du wirst nicht singen. Bevor wir ein neues Spiel beginnen, lasst uns eine kleine Verschnaufpause einlegen.